Ich mach's jetzt wie die Männer. Ich liebe à la carte. À la carte? Du, Alfons, wir müssen unbedingt was für Angie tun. Sie gefällt mir nicht. Sie braucht einen Mann. Der nette Wiener. Allerdings, ich hab da einen Bekannten. Naja, also die da oben wird er auch bald überkriegen. Ich habe in diesem Haus ja schon eine Menge Damen kommen und gehen sehen. Haben Sie was gesagt? Nein, nein. Lassen Sie sich nicht stören. Bill, ich bitte dich, mach sowas nie wieder. Wenn ich unbedingt einen Mann brauche, dann suche ich ihn mir schon selber. Sagen Sie nur noch, dass Sie Kinder haben. Das sag ich gar nicht. Ich meinte, das sind aber nicht alles deine Kinder. Nein, nur drei davon. Nur drei. Hab ich Ihnen nur gesagt? Einzeln gibt es uns nicht. Entweder alle zusammen oder... Na dann alle. Also, worauf wartest du denn noch? Was ist? Nichts, Liebling. Nur der Wecker. War mitten in der Nacht? Halb sieben. So früh müssen wir aufstehen? Du nicht. Komm, mach schön die Augen wieder zu. Sag ich wirklich? Du sollst. Aber vorher kriegst du noch einen guten Nachtkuss. Schlaf schön weiter. Schlafen ist gut. Wenn ich einmal wach bin, dann mache ich kein Auge mehr zu. Lass mich schlafen. Ach, verdammt. Ich muss doch was für meine Figur tun. Ist weniger, besonders abends. Bad ist jetzt noch frei. Danke, Mutti. Ah, morgen, Mami. Morgen, Markus. Na, gut geschlafen? Lulu auch. Ja, Lulu, komm mal hier. So. Wächst du mal, Tom? Ja. Ich mach mich auf den Weg zur Küche. Zwei Treppen tiefer. Wir sind jetzt Entfernung. Früher brauchtest du bloß über den Flur zu gehen. Nehmt mal eure Schulsachen gleich mit. Oh mein Gott, muss man euch das denn alles unmerklich sagen? Seid jetzt endlich ruhig. Du auch, Lulu. Los, auf mit ihm. Nein, lauf nicht. Ich fühle mich gar nicht gut. Ich bin krank. Du hast wieder keinen Schlafplan gemacht. Was? Und sowas nennt sich Bruder. Ich geh schon mal auf. Auf Kissen? Wo ist denn unsere Kaffeemaschine? Ja, wahrscheinlich noch in irgendeiner Kiste. Mir drei Brote. Zwei und ein Apfel. Ich reite heute der Wochenkauf. Ja, ja, ich weiß. Dann gebe ich dir nachher noch eine Stunde fürs Vier. Morgen, Mutti. Morgen, Tom. Drei Brote? Sag, wo bist du? Der Bommel hat keine Morio mehr. Oh, schön. Im Gemüsefach. Und wo ist das? Ich bin hier neu. Da dran. Morgen. Morgen, Markus. Wie viel willst du mit, Tom? Zwei, mit Leberwurst. Ja. Aber mit der großen. Das stimmt ja so. Aber die hat's in sich. Weißt du, was ich gestern in der Wurst gefunden habe? Zwei Hufnägel. Nee, du bist gemein. Du weißt genau, dass ich jetzt nichts mehr essen kann. Schön wär's ja. Ich sage dir, einer schlag ich dich. Aber nur einmal. Zum zweiten Schlag kommst du dann nicht mehr. Müsst ihr euch unentwegt streiten. Schluss jetzt. Markus, hol mal die Milch aus dem Kühlschrank. Dann läuft das langsam durch.
So ein Mist. Jetzt ist die Filtertüte auch noch geplatzt. Mutti, was mache ich denn jetzt? Nimm sie. Ja, und wo gibt's hier sowas? Du hast es gut. Du kannst hier bleiben. Und ich habe meinen Deutschaufsatz nicht gemacht. Jetzt ist es 10 Minuten vor 7:30, 7:20 Uhr. Da ist ja so viel Grund drin. Würde dir schon nicht schaden. Tanja, man spricht dich mit vollem Mund. Na, dann kommt sie ja nie zum Reden. Die frisst doch immer zu. Kannst du mir rasch Kakao machen? Hm. Nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Wir sind ja eh schon spät dran. Ich habe ja die Brote noch nicht eingepackt. Sag mal, Mutti, kannst du dich aus dem Kreis mit Werners Porsche in die Schule fahren? Ja, bitte! Auf keinen Fall. Ich hab den Wagen noch nie gefahren. Da mit drei Kindern. Kommt überhaupt nicht in Frage. Aber mir hat gefrühstückt. Aber du noch nicht, Tom. Komm, jetzt setz dich hin und iss jetzt was. Morgen. Guten Morgen. Werner, du solltest doch weiter schlafen. Ja, habe ich ja versucht. Aber die Neugier hat mich aus dem Bett getrieben. Ich wollte mal sehen, was meine Familie so nachts treibt. Ganz hübsch. Frühstück mit Frühkonzert, ganz gemütlich. Das täuscht. Also bitte, Werner, tu mir einen Gefallen und halt uns jetzt nicht auf. Wir müssen weg. Ja, einen Schluck Kaffee werdet ihr noch für mich haben. Hier, das ist aber leider nicht sehr gut. Nicht sehr gut ist gut. Na, ungenießbar ist der. Brühe mit Einlage. Finde ich nicht. Also weiß man schon. Ja, sonst wäre ich zu munter. Ich gehe ins Bett und mache auch Frau Mabe. Genau. Noch Werner. 3 Minuten nach 7:30 ist es jetzt, liebe Hörer. 7:33 Uhr. Du bist ja auch schon wach, armer Hund. Ja. Hast dir das Familienleben auch ruhiger vorgestellt, gell? Komm, Lulu. Komm, wir gehen wieder schlafen. Ohne Lippenstift? Ja, ja, ich wollte schon keine anhalten. Altersschwäche. Quatsch, abgesoffen ist er. Ach was, ich hab doch kaum Gas gegeben. Jetzt kommen wir doch noch zu spät zur Schule. Na, die Ehe fängt gut an. Reg dich nicht auf, Mutti. In der ersten Stunde haben wir ja nur Deutsch. Das kann nur der Vergaser sein. Ich komm mit. Seit wann versteht die denn was davon? Der Motor ist noch drin. Daran kann's nicht liegen. Geh rein und ruf uns ein Taxi, ja? Nee, das kommt. Ich weiß was Besseres. Der Laubfrosch springt nicht an. Kannst du uns nicht ausnahmsweise mit dem Porsche in die Schule fahren? Wo müsste denn da sein? In 6,5 Minuten. Tut mir leid, Werner, wie siehst du denn aus? Ich weiß, ich bin noch nicht rasiert. Los, ich fahre. Aber soll ich ein Pyjama? Aber das sieht ja keiner. Du bist aber ganz schön munter. Das täuscht. Ich rede immer im Schlaf. Was jetzt? Heinrich-Schütz-Schule, geradeaus und dann rechts. Da brauchst du aber nicht aufzusteigen. Ich spring bei Mutti raus. Mein Schiffer. Das ist ja ein irrer Typ. Sowas von cool. Was treibt der beruflich? Ein Grafikdesigner. Was? Mann, der macht Werbung. Für Pyjamas? Sehr witzig. Nachts ist spät. Also meine Kinder sind jeden Morgen früh gelaufen.
Über 3 Kilometer bei Wind und Wetter. Aber die Kinder müssen ja gefahren werden. Vielleicht macht ihnen Spaß. Das glauben sie doch wohl selber nicht. Da kenne ich Herrn Schumann besser. Aussieht. Oh. Also, ich weiß überhaupt nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Ach, Wurst. Ja, und die Zimmer von den Kindern oben. Gleich wieder rückwärts raus. Aber das geht mich ja nicht an. Das ist ihre Sache. Da soll sie mal Ordnung schaffen. Ich bin nur für Herrn Schumann da. Lauf schnell, das schaffst du doch noch. Schade, der Tag fing so schön ab. Ja, das machst du jeden Morgen? Ja, ja. Du bist ganz spannend geworden. Das kommt dir nur so vor, in deinem dünnen Pyjama. Das war's hier. Vielen Dank. Tschüss. Da warst du neu dekoriert? Oh. Das muss ich mir mal ansehen. Nee, du bleibst im Wagen. Ich bin in der Gegend da seriös verschrien. So, das wusste ich nicht. Wo ist mein Wecker? Entschuldige, ich muss jetzt nach Hause fahren. Ich muss aufstehen. So, hier bringe ich schon mal den Kaffee. Das ist ein richtig starker. Steht der Löffel drin. Ach, sehen Sie, den habe ich jetzt vergessen. Na, mach das. Sie trinken ihn ja auch schwarz wie ich, ne? Danke. Ich habe uns auch noch jeden Stück Kuchen mitgebracht. Ich sehe jetzt der Rest. Aber morgen backe ich ja 9. Studio Schumann-Niemeyer? Wer ist da? Ach, die WGT? Natürlich weiß ich das. Die Weltweit-Touristik. Ja. Nein, er ist leider im Moment nicht da. Die Entwürfe? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass er daran arbeitet. Gut. Ja, ich will es ihm ausrichten. Bitte sehr. Die waren ziemlich unfreundlich. Die Entwürfe sollten längst fertig sein. Na, sehen Sie. Der Mann vertrödelt seine Zeit. Ah, da ist er ja. Wie sieht denn der aus? Das ist ja... Soll mein Dieter auch mal nach Hause kommen? Da hat er bei einer Freundin geschlafen und der Verlobte ist einen Tag zu früh zurückgekommen. Aber ich glaube, der Schumann wird doch hier geschlafen haben, oder? Frau Hage. Herr Schumann. Mein Gott, haben Sie noch nie einen Mann im Pyjama gesehen? Also Sie machen mir jetzt ein Frühstück und Sie fahren immer. Sie rufen die Werkstatt an und sagen dem Mann, dass er sich den VW ansehen, der springt nicht an. Mach ich. Ja, ich gehe jetzt ins Bad und ziehe mich an. Ich kann hier nicht so herumlaufen. Aber auf der Straße. Ich war Frühstück, hat sie ihn gemacht. Schönes haben wir da geheiratet. Wille! Tagchen, komm rein. Damit die Leute sich an meinen neuen Namen gewöhnen. Hast du dich denn schon dran gewöhnt? Nee, ich habe gerade vorhin wieder mit Graf unterschrieben. Aber sonst ist alles in Ordnung, ja? Naja, Geschäft ist ziemlich flau. Na, ich meine doch zu Hause. Seid ihr immer noch glücklich? Erstaunlich, was? Nach so vielen Stunden Ehe. Also ich auf jeden Fall. Ja, wieso? Werner etwa nicht? Doch, aber ich mache mir ein bisschen Gedanken. Wir bringen ihn so aus seinem Rhythmus. Wir müssen immer früh raus. Er geht zwar abends immer brav mit ins Bett, aber wie ist das munter? Du, es macht sich gut. Na, hör mal. Das klingt doch sehr erfreulich. Ich wünschte, Alfons hätte ab und zu mal Einschlafschwierigkeiten. Der fängt schon immer während den Nachrichten an zu gehen. Wenn ich das schaffe, den bis zur Wetterkarte wach zu halten, dann wird's ein gelungener Abend. Nee, müde ist Werner eigentlich nie. Naja, nur sieht er ja auch nicht fern. Wir essen zusammen Abendbrot. Ist immer sehr gemütlich. Naja, und die Kinder? Akzeptieren sie ihn? Ich meine, als Familienoberhaupt. Na, teils, teils. Also bei Tom war es lieber auf den ersten Blick. Ja, und Markus, einen guten Nachtkuss will er sich noch nicht von ihm geben lassen. Und Tanja? Tanja, die besteht darauf. Hm? Lass mal sehen, wie sie ihn dabei anguckt. Ah, die Konkurrenz wächst daran. Naja, du, wir waren ja auch nicht anders. Wenn ich noch daran denke, wie wir so die älteren Herren angehimmelt haben. Ja?
Na, erinnerst du dich nicht mehr? Nee, ist schon so lange her. Na, hör mal, so lange nur auch wieder nicht. Du tust ja so, als ob das vom Ersten Weltkrieg war. Sag mal, wie geht's denn finanziell? Hat er den Ausbau schon verkraftet? Du, da sehe ich nicht ganz durch. Neulich bin ich zufällig auf eine Rechnung gestoßen. Also, kannst du dir vorstellen, dass der Ausbau vom Badezimmer mit allem drum und dran über 10.000 Mark gekostet hat? Ja. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Ich bin eine ziemlich teure Frau. Darüber würde ich mir keine Gedanken machen, im Gegenteil. Weißt du, ich sag mir immer, was mein Alter für mich ausgibt, das verplempert er nicht für andere Weiber. Ach ja. Dann kriegen Sie den wieder hin? Hinkriegen tun wir alles, meine Damen. Keine Kostenfrage, aber ob sich das lohnt, den Motor können Sie vergessen. An das Getriebe brauchen wir ja nicht zu erinnern, das wollte ich das letzte Mal schon austauschen. Die Karosserie kommt das munter vor sich hin. Die Türen arbeiten. Ja. Der Aschbecher sieht noch ganz gut aus, den brauchen wir nicht zu erneuern. Daran erkennt man den Nichtraucher. Wann ist der nächste TÜV fällig? 3 Monaten. Die Gebühren können Sie sparen. Sagen Sie, Frau Graf, ach nee, die heißt jetzt Schumann, nicht? Nee, das sagen Sie immer lieber selber. Die hängt so an dem Wagen. Na, ich doch auch. Was meinen Sie, wie oft ich an dem schon rumgepuzzelt habe? Kaum war er weg, da kam er schon wieder zurück. Ein richtiger Bumerang. Aber nur ist rien ne va plus, meine Damen. Ich werde dir eine Telefonnummer vom Schrotthändler durchgeben. Der holt die Ruine wenigstens umsonst ab. Machen wir gut. Nur so heißt sie. Und wenn ich sage Platsch, dann legt sie sich hin und guckt so intelligent. Wie du in der Deutschstunde, wa? Ja, aber die ist wirklich intelligent. Und heute Nacht hat sie bei mir geschlafen. Bei mir im Bett. Bei mir hat er nichts gemerkt. Dein neuer Vater? Na, ist nicht mein neuer Vater. Hätte er wohl gerne. Wie sagst du denn zu ihm? Daddy? Quatsch. Werner, so sagen alle Werner zu ihm. Muss komisch sein, so ein neues Gesicht in der Familie zu haben. Naja. Wie ist er denn so? Einigermaßen menschlich? Er bemüht sich. Du? Ja. Der spricht wohl nicht mehr mit uns. Ich überlege. Naja, beschweren könnte er sich eigentlich nicht, dass ich besonders nett zu ihm bin. Du, gestern bin ich bei euch vorbeigefahren. Euer Garten sieht echt toll aus. Nicht mehr lange. Oh, im Großen und Ganzen ist es gut. Und räumlich haben wir uns auch sehr verbessert. Aber? Er stört. Er ist den ganzen Tag zu Hause und arbeitet. Zeichentisch. Ganz fest. Ich bin nur mal kurz rausgegangen. Ja. Und als ich wieder reinkam? Das hatten wir noch nie. Aber ich habe sowas ja schon erwartet. Der Mann muss ja völlig übermüdet sein. Jeden Morgen bringt er die Kinder in die Schule. 1,5 Stunden Schlaf, die fehlen ihm dann natürlich. Und irgendwann fordert dann der Körper sein Recht. Na, und dann diese junge Frau. Ich sag Ihnen, er hat sich übernommen. Zwar nicht nur finanziell. Ich trau mich gar nicht wieder rein. Wenn er aufwacht und merkt, dass ich gesehen habe, dass er eingeschlafen ist, ist doch peinlich. Und wie, wo er doch so sensibel ist. Künstler, ne? Aber darauf nimmt ja hier keiner Rücksicht, außer uns beiden. Heute ist eigentlich mein freier Nachmittag. Ach, ich mache mich jetzt schon auf die Socken. Da haben Sie denn gar nichts mehr zu tun? Er hat doch noch nichts fertig. Vormittags ist er zu müde und nachmittags... Sie wissen doch, was hier los ist. Das nimmt noch ein böses Ende mit uns. Ach, er wird sich schon wieder aufrappeln. Ja. Also dann, bis morgen. Bis morgen. Das riecht aber gut. Was gibt's denn heute? Bockwurst mit Linsen. Tanja, Markus, Tom, Mittagessen. Wir kommen hier. Ach, beeilt euch ein bisschen. Ach nee, mit den Würstchen warten wir noch, die werden ja ganz kalt. Bitte? Aber Herr Schumann ist es gewöhnt, Punkt 2 Uhr zu essen. Oh, da muss er sich aber ranhalten, schon 3 nach. Ich werde ihn mal holen. Das Fleisch auf dem Küchentisch, ist das für morgen? Nee, für heute. Herr Frank kommt zum Abendbrot. Du bist schon da? Seit einer halben Stunde. Ach, sowas. Jetzt bin ich tatsächlich eingenickt. Ja, sowas ist mir noch nie passiert. Du, entschuldige, aber das Mittagessen steht schon auf dem Tisch.
Ja, ja, komm. Ab morgen fahren die Kinder mit dem Bus. Tanja, Markus, ach mein Gott, ihr trödelt wieder rum. Nein. Komm, setz dich hier hin. Frau Wabe? Ich bin da. Also morgen ist ihr pünktlich um zwei am Tisch, habt ihr gehört? Wer zu spät kommt, muss in der Küche essen, nicht wahr, Frau Rathmeier? Ach, bei mir. Das soll wohl als Strafe gedacht sein. Nein, Sie wissen doch, wie ich das meine. Guten Appetit. Ich musste Bommel doch erst versorgen. Na, das riecht man. Hast du dir hoffentlich deine Hände gewaschen? Hab ich. Und du stinkst nach Pferd. Au. Schluss jetzt. Guten Appetit. Wie schmeckt denn das? Markus. Also das esse ich nicht. Ist ja nicht richtig süß-sauer. Also, ich möchte das jetzt nicht mehr hören. In jedem Haushalt wird anders gekocht. Eben. Wenn du willst, nicht besonders. Ich hole uns Essig. In der Küche ist welcher. Nein, ich habe doch hier irgendwo Essig und Öl gesehen. Ja, ich hole es schon. So, dann bedient euch. Danke. Schmeckt's nicht? Bin, oh, ja, doch, doch, sehr doch. Gut. Jetzt schmeckt's wirklich gut. Mhm. Aber Frau Rabe, ist doch nur wirklich kein Grund. Seit 15 Jahren koche ich für Herrn Schumann. Ich habe nur ein bisschen nachgewürzt. Sie wissen doch selber, jeder isst Linsen anders. Wenn Ihnen meine Küche nicht passt, dann brauchen Sie es nur zu sagen, dann gehe ich zum Ersten. Ich habe es nicht nötig zu arbeiten. Frau Rabe, das sind Anfangsschwierigkeiten. Das ist ganz natürlich. Wissen Sie was? Morgen gehe ich erst nachmittags ins Geschäft. Dann kochen wir zusammen, ja? Nein, das möchte ich nicht. Ich will doch nur von Ihnen lernen. Ich kann das nicht haben, wenn mir dauernd jemand auf die Finger guckt. Oh, was ist denn? Oh, mein Kopf. Immer wenn ich mich aufrege. Warten Sie, ich hole eine Tablette. Nein, danke. Tabletten nützen bei mir gar nichts. Nur wenn ich mich vielleicht ganz flach hinlege, dann geht's weg. Ich gehe jetzt nach Hause. Bitte entschuldigen Sie mich bei Herrn Schumann. Ich halte es nicht mehr aus. Und dann ist sie gegangen? Ja, sie konnte nicht mal mehr abwaschen. Hat sie eigentlich öfter solche Kopfschmerzen? Oh. Nur wenn etwas nicht passt. Na, da muss ich mich ja auf einiges gefasst machen. Und wenn sie nur kündigt? Na, die kündigt nie. Bist du sicher? Ja, dazu ist sie viel zu neugierig. Ich möchte doch nur zu gerne miterleben, wie das mit uns hier schief geht. Aber den Gefallen tun wir eben nicht. So, Liebling, ich muss jetzt was arbeiten, sonst bekomme ich Ärger. Nee, bloß nicht, ich bin schon weg. Ich wünsche dir viele gute Einfälle. Ja, die brauche ich auch. Und zwar dringend. Ich gehe schon gar nicht mehr ans Telefon. Geht nicht! Komm! Aber Werner, eine heiße Platte, was? Ja, sehr heiß! Bei mir gefällt sie auch! Nehme ich auch! Für Tanja! Die Kassette scheint mir jetzt im Geburtstag! Gut, was? Ja, sehr gut, aber muss es ausgerechnet jetzt sein? Wann soll ich's denn machen? Tanja kommt doch bald zurück vom Stand und Philipp will seine Platte morgen zurückhaben! Oh, das geht aber nicht! Wie soll ich denn Werner dabei konzentrieren? Du bist hier? Ich dachte, du arbeitest! Dabei? Ja, bitte, Tom, steh da sofort ab. Bitte, dann habt ihr ihm kein Geburtstagsgeschenk. Wieso? Wieso? Angie, die Kassette ist für Tanja. Tom hat aber die Platte nur noch heute. Also wenn Tanja zu Hause ist und ihr aufnimmt, ist es ja keine Überraschung mehr für sie. Also du musst jetzt unbedingt aufnehmen, Tom. Ja. Und du kannst aber nicht arbeiten. Nein. Leuchtet ein. Was machen wir denn da? Eine verzwickte Lage. Sag mal, brauchst du zum Aufnehmen der Kassette die Lautsprecher? Nein. Jetzt zieh einfach die Stöpsel raus. Bin schon dabei. Ja. Mann, Mutti, das ist doch die Idee! Ja, und jetzt? Jetzt kann Tom aufnehmen, so viel er will, und du kannst ungestört arbeiten. Ja! Ist doch ganz einfach! Man muss nur drauf kommen. Falls ihr noch irgendwelche Probleme habt, ich bin im Schlafzimmer. Bin ja auch nicht drauf gekommen. Ja. Na, hörst du was? Nein. Jetzt könnte Tanja ruhig aufkreuzen. Ja, du, ich würde Bommel hier nicht so frei herumlaufen lassen. Wenn den Lulu erwischt. Die ist mit Markus im Wald. Außerdem, Lulu liebt Bommel. Ja,
Ja, ja, schön. Solange im Käfig ist, kann ja nichts passieren. Aber so wie er draußen ist, sozusagen auf freier Wildbahn, Hunde jagen gerne. Da sehr vorsichtig. Ich pass schon auf. Gut. Lulu tut uns nichts. Nicht wahr, Bomme? Das ist ein ganz lieber Hund. Das siehst du doch. Na, rat mal, was ich tue. Aber ich komme doch nicht weiter. Womit? Ich muss vom Böhnen Hausaufsatz schreiben. Bismarck und die deutsche Reichsgründung. Den Anfang habe ich ja schon, aber ja. Ich lese dir mal vor. Habt ihr das nicht durchgenommen? Doch, schon. Vorige Woche, aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Meinst du ich? Bei mir ist das etwas länger her. Nein, bitte tu mir den Gefallen und störe mich nicht länger, ja? Du bist richtig ungefällig. Ich. So, wer hat denn gestern deinen Aufsatz geschrieben? Hm? Gestern? Ja, gestern. Nein, ich kann dir wirklich nicht helfen. Tut mir leid. Dann rufe ich mal die Katrin an. Vielleicht weiß die mehr. Ja, aber von oben bitte, ja? Immer muss man hier Treppen steigen. Jetzt bin ich beruflich hier. Sag mal, was ist los? Seit Stunden versuche ich dich anzurufen, aber immer ist besetzt und es geht keiner ran. Was ist los? Die Kinder. Weißt du, wenn ich arbeite, ist ja wenigstens fertig. Die Leute von der WWT haben schon fünfmal bei mir angerufen. Wenn wir bis morgen nicht kriegen, dann verzichten die auf uns. Endgültig. Na, zeig hier, was hast du denn? Hier. Ah ja, das kenne ich doch schon. Was soll das schon wieder sein? Palmen in der Karibik. Das sieht aus wie Trauerweiden am Wannsee. Und was ist das hier? Impression für das Frankreich-Plakat. Lustiges Strandleben in der Bretagne. Oh, sehr lustig. Das ist auch so lebendig. Das scheint gerade Ölpest zu sein. Also, ist das alles? Ja. Das ist ein bisschen unruhig hier, ne? Ja. Stört mich das nicht? Ja, etwas. Ja, warum lässt das nicht ab? Sprich doch mal ein Machtwort. Oh. Kann jetzt endlich auch mit dir Fußball spielen? Wieso denn? Das ist aber komisch. Ja. Ich meine, sie sind gerade richtig mittendrin. Wir führen 8-2. Wir haben nur noch 20 Minuten. Bitte. Bitte keine Diskussion, das Spiel muss abgebrochen werden. Hier wird gearbeitet. So, nur tu was, komm, sonst habe ich gelogen. Komm, die Kinder machen dich nervös, nicht? Ja, das muss ich alles erst einpinnen. Ja, und inzwischen sind wir unsere Kunden los. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich 3 Kinder habe. Nein, die Kinder müssen sich an dich gewöhnen, sonst kannst du dir bald keine Familie mehr leisten. Ja. Ach, ja? Werner, das habe ich vorhin ganz vergessen. Ich brauche noch ein paar traurige Kühe von dir. Was machst du denn damit? Die verkaufe ich in der Schule.
Ich hab dir doch erst gestern welche gezeichnet. Ja, aber zu klein. Die haben nur 50 Pfennig gebracht. Ich brauch sie mindestens doppelt so groß. Sei mal her. Oh, ein handsignierter Schumann für 50 Pfennig. Bei mir bist du teurer. Sag mal, wie viel gibst du denn Werner davon ab? Abgeben? Wir sind doch jetzt verwandt. Und ich hab doch auch nichts dafür genommen, als er mit meinem Bommel Geld verdient hat. Na, wisst ihr? Also, du bekommst neue Kühe. So, ich ein bisschen Zeit. Na gut, aber das muss ziemlich bald sein. In den Ferien kann man keine Geschäfte mehr machen. Da sind alle verreist. Ist tüchtig. Ja, der macht seinen Weg. Sag mal, geht es bei dir jetzt immer so rein und raus hier? Ja, wenn ich da bin. Da muss etwas geschehen, und zwar schnellstens. Mutti, Werner, was? Ja, was passiert? Hier passiert mir zu viel. Tom, was ist denn passiert? Sie hat Bommel gefressen. Wer? Lulu, da. Sie leckt sich noch die Schnauze. Tatsächlich. Dabei habe ich ihn noch gewarnt. Lulu. Nein, das glaube ich nicht. Ratschuh, du fressen keine Meerschweinchen. Nein? Nein, die beißen sie höchstens tot. Ach, komm, wir suchen ihn jetzt alle mal. Guck mal, sie ist ja wirklich Blutstropfen. Du gegangen, nein, Lulu. Vielleicht springst du doch irgendwo herum, quietschvergnügt. Hm? Ja, und wenn wirklich, Tom, dann kriegst du von mir ein neues Meerschweinchen, ja? Ich will aber kein anderes Meerschweinchen. Ich will meinen Bommel. Wie ist er denn überhaupt rausgekommen? Hast du den Käfig offen gelassen? Ich glaube nicht. Dann musst du doch aber, sonst wäre er ja noch drin. Bist du selber schuld. Ja, geben Sie mir bitte Herrn Feldmann. Ja, danke. Irrenhaus ist das. Nein, 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 damit meine ich ausnahmsweise mal nicht unsere Firma. Nein. Sagen Sie, wann sind Sie denn fertig, Herr Feldmann? Ja, gut, gut. Lassen Sie bitte den Atelierschlüssel da. Ja, danke. Sowas machst du nicht wieder. Aber du kannst ja nichts dafür. Und ich bin schuld. Tom, ich glaube, ich habe den Käfig offen gelassen. Du? Warst du denn oben? Ja, vorhin mit Wolfgang. Er wollte unbedingt Bommel streicheln und da kann es sein, dass ich den Deckel nicht richtig zugemacht habe. Also du bist schuld, das Bommel. Mit dir rede ich kein Wort mehr. Nie wieder. Na, wo du Bommel gelassen hast. Wolfgang wollte Bommel streicheln? Nein! Aber man kann doch ein Kind nicht mit solchen Schuldgefühlen. Der macht sich wochenlang Vorwürfe. Ist doch besser deine Wut auf mich. Du bist ja... Das sag ich ja immer. Guck mal, da ist Bommel, ja! Wo? Bommel, mein Bommel! Na also, Lulu, jetzt geh mal sofort in den Garten. Da hast du noch mal Schwein gehabt, Werner! Jetzt möchte ich aber wirklich mal wissen, was Lulu gefressen hat. Ja, da bin ich auch neugierig. Zwiebelrostbraten wollte ich uns heute machen. Zwei Pfund Fleisch habe ich eingekauft. Hier lag's drauf. Der Hund muss den Braten gerochen haben. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich esse auch ein einfaches Brot, wenn es gut belegt ist. Außerdem, wir sind heute Abend sowieso eine Person weniger. Der Werner isst nicht mit uns. Wieso nicht? Ja, das würde mich auch interessieren. Weil ich dich jetzt entführe. Und wohin? An einen Ort, wo er ungestört arbeiten kann. So, hier kennst du dich ja aus, ja? Hier hast du alles, was du brauchst. Kohle, Kreide, Pinselfarben, aber vor allen Dingen hast du Ruhe. Hast du auch genug Papier? Ja, hier, das reicht für hunderte von Plakaten, aber wir brauchen nur drei. Nur drei, ne? Drei, ja. Lass uns bitte nicht im Stich. Jetzt versuchen. Wenn du irgendwas brauchst, rufst du bei mir drüben an. Aber nicht vor 10, du weißt, ich bin bei dir zum Abendbrot. Und wovon soll ich leben? Bring dir nachher was vorbei. Dann soll ich deine entzückende Familie von dir grüßen. Sag mal, du sagst das so komisch. Aber im Ernst, bist du der Ansicht, dass diese Heirat ein Fehler war? Ein Fehler? Hm? Eine Riesendummheit hat Angie da gemacht. Was? Mich hätte sie nehmen sollen. Wieso sollen wir auf der Straße spielen, wenn wir so einen schönen großen Garten haben? Also das finde ich auch. Weil ihr sonst bald keinen Garten mehr habt und kein Haus. Entschuldige, Angie, aber ich kenne den Werner schon etwas länger. Er ist nicht nur mein bester Grafiker, er ist auch mein bester Freund. Er hat nur einen Fehler. Er ist zu gutmütig. Das ist ja mein Problem. Und die Kinder nutzen das aus. Da habe ich mir schon den Mund fusselig geredet. Ist denn das bei eurem Vater? Besucht ihr den auch tagsüber im Büro?
Nein, den dürfen wir doch nicht stören. Nicht mal anrufen dürfen wir. Na also, und Werners Studio, das ist sein Büro. Ist das klar? Aber bitte, bitte keine Störung mehr, ja? Sonst kann euch euer Ernährer nicht mehr ernähren. Und mich auch nicht, ne? Ich habe immer einen wahnsinnigen Hunger. Herr Schinken, ist köstlich. Darf ich noch ein Stück nehmen? Ja, Wolfgang, also ja, wunderbar. Oh Gott, Entschuldigung. Oh Gott. Na ja, kann mal vorkommen. Nicht mehr hoch. Was ist denn? Ja, das geht schon wieder. Ein bisschen steif vom langen Sitzen, weißt du? Und deshalb holst du mich aus dem Bett nachts um drei. Bist du... Die Plakate sind übrigens auch fertig. Was? Das ist ja. Das fabelhaft. Schön, schön, das ist es. Das ist. Das ist toll. Hat sich doch gelohnt, das Aufstehen, ne? Gute Nacht. Was machst du denn hier unten? Ich such dich schon überall. Oh, ich wollte nicht, dass du morgen früh gestört wirst. 6:10 muss ich raus. Die Kinder fahren dann morgen mit dem Bus. Ach, aber ich darf mich oben in dem riesengroßen Bett Mutterseelen allein schlaflos hin und her wälzen. Du hast doch früher auch allein geschlafen. Ja, ab und zu schon. Nein, nein, komm mit. Ich brauche eine Schulter, an die ich mein müdes Haupt betten kann. Hast du was geschafft? Ja, alles. Euch schön. Ja, und dann bitte morgen, wenn ihr aufsteht in der Früh, seid leise. Wenn sich unsere drei Kinder erheben, hat man das Gefühl, ein Volk steht auf. Ich verspreche dir, wir werden ganz leise sein. Du, wenn du aber nur trotzdem wach wirst. Dann freue ich mich, dass du neben mir liegst. Dass ich in meinem hohen Alter noch so eine Frau erwischt habe. Ja? Man muss dankbar sein. Hätte auch noch schlimmer kommen können. Das ist ja vielleicht das Letzte.